dass ich zu den schärfsten Kritikern der geplanten, oder muss man jetzt schon fast sagen, der geplant gewesenen Bestellung von Nico Pelinka zum Büroleiter von ORF-Generaldirektor Alexander Rabenz gehöre, muss ich ja zum Glück nicht extra beweisen. Und dass das den ORF beschädigt, wenn der Fernsehkommissar aus der SPÖ-Zentrale auf eine solche Schlüsselposition gehievt wird, ist klar. Und dass es unmöglich ist, ganz unmöglich ist, vom Chef des SPÖ-Freundeskreises im Stiftungsrat auf solch eine Schaltstelle zu hüpfen. Und dass das mehr noch als den ORF die SPÖ beschädigt, weil der vermeintliche Nutzen, den man sich da vielleicht in der Löwelstraße ausgerechnet haben mag, vom Schaden tief in den Schatten gestellt wird, den so ein flagranter Postenschacher auslöst. Weil ehrlich gesagt, ich bin schon der festen Überzeugung, dass der Nico Pelinka als Büroleiter im ORF nicht so viel anrichten wird können. Aber die SPÖ, die hat sich schon ins Bein geschossen mit dieser Aktion, und zwar großkalibrig. Aber all das muss ich nicht wiederholen, das habe ich schon vor 2 Wochen in meinem FS Miesig-Beitrag gesagt, in einem beinharten Beitrag, der keinen der Beteiligten geschont hat. Und das sage ich jetzt nicht, um mich zu loben, sondern um eines zu verdeutlichen, dass man das beinhart und schonungslos kritisieren kann, ohne dass man darauf hinweisen muss oder sogar darauf herumreiten muss, dass der Nico Pelinka der Sohn oder der Neffe von irgendjemand ist. Darauf nämlich habe ich absichtlich kein Wort verschwendet. Aber kaum ein anderer Kommentator, keine andere Kommentatorin von der Literatur-Nobelpreisträgerin abwärts scheint ohne den Hinweis auskommen zu glauben, dass da roter Adel im Spiel ist, dass der ein Protektionskind von seinem Vater ist oder wahlweise von seinem Onkel. Und ich sag's ganz ehrlich, mit diesem Argument habe ich Bauchweh, ganz viel Bauchweh. Und ich sag's noch deutlicher, dieses Herumreiten auf diesem Familienzeug, auf diesem Sohnzeug, das ekelt mich echt an. Erstens, weil das doch nicht das Problem ist. Mich stört doch nicht, dass jemand der Sohn von jemandem ist, sondern mich stört der Vorgang, egal ob der Pelinka heißt oder Bosbischil. Also der Hinweis, der hätte nur dann eine Berechtigung. Aber dann hätte er natürlich eine ganz starke Berechtigung, wenn das Sohnsein von Nico Pelinka ursächlich wäre für den kritikwürdigen, den zu kritisierenden Vorgang. Aber das wage ich sehr, sehr zu bestreiten. Aber vielleicht sollte ich da jetzt eine persönliche Bemerkung mal machen. Ich kenne den Peter Pelinka, also den Vater von Nico Pelinka, seit bald 30 Jahren und seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren sind wir fast sowas wie befreundet. Aber mehr noch, man ist ja mit manchen Leuten befreundet. Und bei den einen würde man sagen, der ist ein integrer Mensch, und manche andere, mit denen man befreundet ist, würde man das vielleicht nicht so sicher sagen. Aber der Peter Pelinka, das kann ich schon mit großer Überzeugung sagen, der gehört sicher zu den integersten Leuten, die mir so begegnet sind in meinem Leben. Und insofern finde ich es natürlich auch deshalb ein bisschen ekelhaft, weil ich es nicht okay finde, den Peter Pelinka dafür anzupatzen, dass sein Sohn Teil dieser Buberl- und Mädelpartie in der Löwelstraße ist. Ich will das hier nur einmal festgestellt haben, weil es nicht irrelevant ist für das Gesamtbild. Darüber hinaus natürlich hat es der Peter Pelinka überhaupt nicht notwendig, von mir hier verteidigt zu werden. Und natürlich würde er das wohl auch gar nicht wollen, weil der Nico Pelinka ist ja dann am Ende doch sein Sohn. Und wie jeder Vater wird auch er seinen Sohn lieben und auch mitleiden, wenn der öffentlichen Angriffen ausgesetzt ist. Und in so einem Moment legt man wahrscheinlich nicht so viel Wert drauf, wenn einer sagt, kritisiert den Sohn, aber lasst den Vater aus dem Spiel, weil der ist in Ordnung. Ich meine, als Vater ist das in einem solchen Moment wahrscheinlich nicht die allererste Priorität. Da macht man sich eher Sorgen um den Sohn. Das ist ja die natürlichste Sache der Welt. Aber damit wieder genug des Persönlichen, weil das Persönliche ist ja letztendlich uninteressant. Es geht ja ums Prinzipielle. Also wieder zum Grundsätzlichen und damit zum ernsten Kern der Frage. Auch wenn da bei manchen Kommentaren und Postings über die Promi-Kinder in der Politik nichts als blanke Häme im Spiel ist. Also bei diesen Hinweisen, dass die Laura Rudasch die Tochter eines übrigens verstorbenen prominenten Psychiaters und Nichte eines Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführers ist und der Nico Pelinka der Sohn von Peter und der Neffe von Anton Pelinka. Weil neben dieser blanken, blöden Seite der Häme hat das ja schon noch einen ernsten
Kern. Nämlich den, dass damit die These und die Behauptung aufgestellt wird, dass die aufgrund ihres Herkommens eine Rutschen in hohe Ämter hatten. Und dass die, wie Elfriede Jelinek schrieb, als gemachte Leute in die Welt starteten. Und man kann natürlich nicht leugnen, dass das in einem gewissen Sinn nicht ganz falsch ist. Natürlich sind sie die Kinder von Eltern, die sie gefördert haben, die ihre kognitive Entwicklung gefördert haben, die dafür gesorgt haben, dass sie einen Startvorteil ins Leben haben. Sie haben gute Schulen besucht, ihre Eltern haben ihnen vorgelesen, sie waren Diskussionen am Küchentisch gewohnt und was weiß ich was alles. Das trifft natürlich für diese Kinder zu, aber so, wie es auch für die Kinder aller Redakteure zutrifft, die jetzt empörte Kommentare schreiben. Und auf die Kinder der meisten jener, die jetzt hämisch posten, also sofern die Kinder haben. Also, das trifft zu, aber das kann ja mit dem Vorwurf wohl nicht gemeint sein. Der Vorwurf bezieht sich ja ganz offenkundig auf etwas anderes. Auf die Unterstellung, dass die Verbindungen der Eltern, dass die Netzwerke, mit denen sie wie selbstverständlich aufgewachsen und in denen sie wie selbstverständlich hineingewachsen sind, ihnen die Karrieren erleichterten. Und da stellt sich die Frage, ist das so? Ja, natürlich ist das so. Bis zu einem gewissen Grad gar nicht so in dem direkten Sinne, dass man die Netzwerke aktiv benutzt oder gar, dass der Papa anruft und ein gutes Wort einlegt für Sohn oder Tochter. Es reicht ja schon, wenn die Leute wissen, das ist der Sohn von dem oder die Tochter von der, damit sie auf die aufmerksam werden. Während sie auf den Sohn von Bospischil vielleicht nicht aufmerksam werden oder jedenfalls nicht so leicht aufmerksam werden. Also, diesen Moment gibt es bei all dem. Aber, und das ist jetzt meine These, damit hat sich's auch schon wieder. Klar, das ist nicht wenig. Das kann einem jungen Mann oder einer jungen Frau ganz schön viel erleichtern. Aber viel mehr ist es auch nicht. Ich meine, wie viele Kinder prominenter Eltern haben wir auch schon scheitern gesehen. Also, da soll man besser die Kirche im Dorf lassen. Und wenn die Laura Rodasch und der Nico Bellinger rebellische junge Leute gewesen wären, die den Machthabern in ihrer Partei mit Widerspruchsgeist und schrägen Ideen gekommen oder auf die Nerven gegangen wären, dann wäre aus denen auch nichts geworden in ihrer Partei. Und da hätte dann nicht mal ein Papa oder ein Onkel was genützt. Also halten wir fest, das Hauptproblem ist doch eher, dass sich hier junge Leute zusammengeschlossen haben, die dem Partei-Establishment bequem sind und die gemeinsam aufsteigen, die vielleicht sogar ein bisschen goschert sind, aber halt nicht zu viel, die sich angepasst haben und windschlüpfrig hochschlängeln, die aber auch und in einem gewissen Sinne erstmals sowas wie eine sozialdemokratische Jeunesse Dorée gebildet haben, einen Klüngel, unabhängig von allen Unterorganisationen und Parteistrukturen. Sie sind nirgendwo verankert, haben aber auch niemanden gegenüber eine Loyalität, außer ihrem eigenen Klüngel gegenüber und natürlich jenen Parteigranten gegenüber, deren Günstlinge sie sind. So, und wenn nun ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige das als Karrierestrategie wählt, dann kommt er oder sie hoch in der SPÖ und in jeder anderen Partei, bei der es Mangel an Jungen gibt. Und das ist so ziemlich jede Partei. Das kann dann sogar der Bospischil schaffen, wenn er es schafft, sich an den Klüngel dieser sozialdemokratischen Jeunesse Dorée ranzuhängen. Und das scheint mir doch der Kern des Problems, oder Problem ist natürlich Ansichtssache, aber des, sagen wir, neutral analysierten Sachverhalts zu sein. Und nicht, dass die Söhne oder Töchter von irgendjemanden sind. Und um das deutlich zu sagen, es ist realitätsfremd zu glauben, dass es für diese Prozesse sowas wie mafiös agierende Sippen braucht, die ihre Kinder protegieren. Das ist das Problem. Und deswegen gehen mir diese Zungenschläge so auf die Nerven. Und ich würde übrigens auch noch weitergehen. Ich finde eigentlich, dass es weniger diese jungen Leute sind, denen man was vorwerfen kann. Ich habe, nur um bei diesem Beispiel zu bleiben, dem Nico Bellinger nichts vorzuwerfen. Oder jedenfalls deutlich weniger als einem Bundeskanzler und Parteivorsitzenden, der diesen Typus von Jugendpolitiker oder Jungpolitikern in Spitzenämter hieft. Und insofern lenkt dieses populäre Mantra von Sohn und Tochter vom eigentlichen Kern des Problems ab. Und aus noch einem Grund finde ich diesen ewigen Hinweis auf das familiäre Herkommen der Protagonisten sehr, sehr fragwürdig. Nämlich, natürlich, wir alle sind die Töchter von irgendwem oder die Söhne der Umstände, in die wir hineingeboren sind. Aber davon abgesehen
ist es doch so, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und ab einem gewissen Alter für das Leben, das er führt und für die Dinge, für die er sich hergibt. Kurzum, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt genug, was man gut begründet an Feynman's Little Helpern kritisieren kann. Man sollte sich deshalb sparen, irgendwelche familiären Seilschaften zu konstruieren, die so nicht existieren. Ja, und zum Schluss möchte ich eins schon auch nicht vergessen, nämlich darauf hinzuweisen, Niko Pelinka sollte natürlich, wenn er eine Prise Verantwortungsgefühl im Leib hat, sehr bald, aber sehr, sehr bald mitteilen, dass er seinen ORF-Job nicht antreten wird. Er hat, oder der Vorgang, in dessen Zentrum er steht, hat dem ORF und seiner Partei schon genug geschadet. Heimat großer Töne.